Firun zum Gruß, ihr Lieben. Es geht weiter mit Memuria Firun, weil das ist ja der Gott des Winters und der Jagd. Und von daher dachte ich, das passt ja ganz gut, denn wir sollen ja hier eine Falle bauen und uns was zu essen jagen sozusagen. Denn Satya hat Hunger, wir sind ja wieder hier mit Satya unterwegs. Und der Rachwan, der will uns ja nicht helfen, von daher sind wir auf uns alleine irgendwie gestellt. Und dementsprechend werde ich mal versuchen, diese Falle noch weiter zu verfeinern. Noch gibt es da nichts zum Fangen. Also sie stellt sich hier erst hin, wenn da was kommt. Okay, okay. Hier haben wir diesen flachen Stein. Das war zuletzt so mein größtes Problem. Was kann ich denn damit noch machen? Ach ja, der Stab, ne? Kann ich damit was machen? Das ist wohl nicht magisch genug. Rachwan hat uns von Fasar direkt hierher geführt. Er kennt das Gebirge. Er wusste, dass es hier eine Felkina-Lagerstätte gibt. Aber weiß er auch, wie dringend ihr nach Draconia müsst? Offensichtlich nicht. Aber bevor wir weiter können, muss ich ohnehin erst was essen. Ja. Okay. Ich will das jetzt hier nicht wieder kaputt machen. Ach, Löwenzahn. Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Aha. Kann ich das als Köder nehmen? Oder das hier einfach hinstellen? Also, na, erstmal, dass er rauskommt vielleicht, genau. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn... Kannst du dir noch mehr Löwenzahn nehmen? Ah, da kommt ja das Kaninchen. Es hat angebissen. Sehr schön. Und dann geht's wieder rein, ne? Jawohl, habe ich mir gedacht. Gut, aber immerhin kommt es raus. Es ist ein Kaninchen. Anscheinend. Und kein Fuchs. Oder so. Ich war mir nicht sicher, was wir hier eigentlich jagen. Ich weiß nicht einmal, wo ich an... Besser nicht. Ich darf mein Ziel nicht... Ja, aber ja... Reicht dann die Wiese hier? Und wenn wir das auf den Stein legen... Ach, so soll das also gehen. Ja, dann gehe ich schon mal hier dahinter... Aber das, Noch gibt es da nicht. Warte mal, ich kann ja... Kann ich nochmal Löwenzahn nehmen? Dann kann ich hier vorne hin tun und da hin tun und dann kommt es hoffentlich auf die Wiese. Ich glaube, das könnte klappen. Vielleicht. Also das wäre die sehr einfache Version. Und das mit Käfern und was weiß ich, das war wohl Quatsch. So, dann gehe jetzt hier hin. So, da ist... Na komm. Genau. Komm weiter heraus. Genau. Komm, wir haben Hunger. Da ist es halt schon mal. Ah. Ja. Komm näher. Gleich habe ich dich. Jetzt geht es auf die Wiese. Und jetzt fange ich es, wenn ich kann... Hey, ja, das hat ja toll geklappt. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ja. Toll. Der Witz ist halt, dass, ja, so ein Kanickel ja nie nochmal kommen würde. Also wenn das jetzt hier wirklich wieder in dieser Höhle ist und nochmal rauskommt, das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich würde sowieso nicht sofort hier so nah rankommen. Aber okay. Das ist wie so ein kleines Hauskaninchen, ne? Das kommt immer wieder, das macht sich da nichts draus. Ich überlege halt, wie kann ich das denn jetzt so machen, dass es da nicht rauslaufen kann? Nein. Die Scheite sind zu stumpf, um sie in den Boden zu treiben. Zu stumpf, das kann sich ja ändern. Ich habe sie angespitzt. So. Bringt mir das denn irgendwas? Also reicht das jetzt schon? Der Dolch reicht nicht, um das Fell am Boden zu befestigen.
Die Pflöcke sind schon spitz genug. Okay. Davon brauche ich. Alles klar, dann versuche ich das jetzt nochmal. Ich glaube, ich musste das jetzt nur befestigen oder so, obwohl ich das komisch finde. In Wirklichkeit würde da doch... Huch, ist es jetzt wirklich ganz weg? Oh nein, ich kann da wirklich nichts mehr machen. Ich habe bereits... Das ist ja doof. Und wenn wir das nochmal hier reintun? Nein. Kommt es dann nochmal raus? Ich weiß nicht. Nein. Da sind noch genug. Das wird nie... Dann nochmal zum flachen Stein, damit es... Das muss ich nicht mehr. Wie, jetzt habe ich jetzt irgendwie das so vergeigt, dass ich kein Tier mehr jagen kann? Dann nochmal hier auf die Seite, reicht das dann, oder wie? Ach, es kommt wieder von alleine raus. Ach so. Ja, okay. Noch einfacher. Alles klar. Und es läuft wieder weg. Wie soll das auch klappen? So, ich muss es ja irgendwie schaffen. Aber es kommt ja anscheinend auch immer wieder. Ja, das mit den Flöcken, das ist schon mal schön. Löwenzahn habe ich noch. Was macht man denn da? Ich habe ja jetzt hier keinen Käfig das oder... Das wird niemals... Oder was weiß ich. Dann geht es da rein und schlupft hier wieder raus. Ich brauche halt irgendwie von der anderen Seite auch mal was. Ich stehe stets zu... Mach doch mal was, Stab. Der Stab ist zu lang, um den Stock zu ersetzen. Niedere Arbeiten sind ohnehin nicht so meine Sache. Ich provoziere ihn auch gerne irgendwie. Ja. Kann ich hier mit dem flachen Stein noch was machen? Der Stein könnte doch gut eigentlich dienen, um das zu verschließen, damit das Vieh da nicht mehr raus kann. Ach Mann. Aber wie hebe ich den denn hoch? Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Naja, wenn du das Ganze hierhin machen würdest. Erst müsste ich die Pflöcke wieder... Also du kannst das Ganze anscheinend auch wieder hier abbauen. Das Fell ist... Den letzten Pflock bekomme ich nicht heraus. Zeig mir deinen Dolch. Jetzt will er auch noch meinen Dolch. Hä? Der letzte Pflock... Wo ist denn hier, Der Dolch reicht nicht, um das Fell am Boden zu befestigen. Der letzte Pflock hält es fest. Der letzte Pflock... Ach so, warte, kann ich dann die... Dann steckt die sie da wieder rein. Aha. Wie, denn kann ich das hier jetzt gar nicht mehr wegnehmen, oder wie? Ich bin irritiert. Er ist so schwer, aber warum sollte... Ja. Das wird niemand... Kann ich jetzt nur die immer wieder da reinstecken und... Hä, oder was? Ich bin irgendwie... Ja, meine Stimme geht irgendwie zufällig weg. Was mache ich denn jetzt? Ich bin irgendwie... Verwirrt jetzt, dass dieser Pflock da drinne bleibt auf einmal und er da mich anquatscht. Der letzte Pflock hält es fest. Ja, dann... Gut. Dann kannst du die ja wieder da hinlegen, oder was? Jetzt sitzt das Karnickel da wieder. Komm hier. Schnapp's dir einfach so. Jetzt läuft es eh wieder weg. Ui, und weg Mist. Ist es. Mist, es ist zu flink. Ich muss es anders fangen. Es ist ja auch ein Quatsch, dass es immer wieder rauskommt. Soll ich hier irgendwas anbrennen oder so? Weil er könnte, sie könnte ja auf jeden Fall Feuer machen. Noch gibt es hier genug normales Holz. Quatsch. Er soll das ja anmachen mit hier damit. Das ist wohl nicht magisch genug. Aha. Kann ich also gar nicht. Das ist ja auch was. Dann mit Alkohol. Ich darf mein Ziel nicht aus den... Wie kriege ich denn diesen Stein hoch?
Das bringt mich nicht weit. Ich hatte jetzt gedacht, ich könnte ja hier den Löwenzahn wieder hinlegen oder so. Und hier die Falle hinbauen und dass der Stein irgendwie dann aus Karnickel fällt oder so. Weil sie den ja irgendwie immer noch benutzen kann. Aber anscheinend nicht. Ich weiß nicht. Und das ist bestimmt dazu da, das Holz, dass sie halt Feuer danach machen kann, weil wenn wir das Kaninchen haben, will sie es ja nicht roh essen. Also glaube ich, ist das auch ein Schritt zu weit. Nur wie kriege ich die Falle jetzt mal irgendwie fertig? Haben wir denn hier einen anderen Stein? Einen anderen Stein, den ich irgendwie... Aber das wird ja auch nicht bringen, dass das Kaninchen nicht rauslaufen kann. Das ist ein bisschen komisch. Kaninchen, durchlöchertes Fell. Vielleicht lässt sich da noch irgendwie was mitmachen. Der letzte Pflock hält es fest. Also das kann ich auch wirklich nicht mehr wegnehmen. Das Seil nehme ich auch mit. Aha. Ach so. Der letzte Pflock. Sie visiert, also sie nimmt den Pflock ja auch gar nicht irgendwie, ja. Der letzte Pflock. Irgendwie muss ich diesen Stein mich darum, glaube ich, erstmal kümmern. Er ist so schwer, aber warum? Ja, warum wohl? Er ist so schwer, aber... Davon brauche ich kein Stück. Unseren Megastab. Er ist so schwer, aber... Das hatte ich alles auch schon ausprobiert. Danke, Herrin, aber ich bin schon hip. Ja, ich wollte dir auch kein Alkohol eigentlich andrehen, du. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Kann ja wohl nicht sein, dass ich hier nicht darauf komme, wie ich das hier am besten baue. Wenn ich das da stehen habe, dann läuft mir das ja immer wieder weg. Das bringt ja nichts. Und wozu ist dieser Stein dann da? Oder ist das wieder so eine Farce hier, dass ich mich darum gar nicht kümmern soll? Manchmal gibt's ja so Sachen, die man anklicken kann und dann wurde damit hinterher doch gar nichts gemacht. Das ist immer ein bisschen gemein. Das irritiert mich gerade. Ich denke mir halt, ich soll was mit diesem Stein machen. Und ich denke mir halt, wenn der so schwer ist, könnte er helfen, das Kaninchen irgendwie, ja. Oder ich soll halt irgendwie was mit dem Seil noch machen. Der letzte Pflock. Macht so gar keinen Sinn. Sehr gut. Jetzt ist es weit genug vom Bau entfernt, dass ich es fangen kann. Aha. Das hat's gebracht. Das Kaninchen steht auf der Falle. Das bringt nicht viel. Das bringt sowieso gar nichts hier, was ich hier mache. Verbannt wird's wohl auch nicht sein. Vielleicht kann ich mit den Blumen noch was machen, indem ich das hier wieder weglocke oder so. Husch mal wieder weg, Karnickel. Das muss ich nicht mehr. Ach so, das macht sie gar nicht mehr. Das ist ja auch doof. Ich habe bereits. Irgendwie fehlt mir ja nur noch so der letzte Schritt. Vielleicht muss ich es auch nur ganz schnell machen oder so. Bevor es irgendwie mir wegläuft. Ich weiß auch nicht. Aber ich kann ja gar nicht interagieren, ne? Doch! Okay, durch diesen einen Pflock hat sich das so zusammengerollt. Das ist ja cool. Beeindruckend. Armes Tier. Und nun? Ich kann es nicht einfach roh essen. Ja, sag ich doch. Haha. Ja. Hier hast du Steine. Ach, wie? Oh, wer braucht sie nicht? Wie nett. Nein, das sind besondere Steine für Feuer. Er scheint etwas in der Hand zu halten. Das ist ja nett, dass er uns Feuersteine gibt.
Ja, hab ich doch recht gehabt. Wir sollen jetzt Feuer machen und dadurch, dass die anderen Pflöcke nicht da waren, ach, muss man ja auch erstmal drauf kommen. Dass nur ein Pflock auch nur noch drinne stecken soll und es dann funktioniert. Naja, gut. So. Hat sie die jetzt schon? Nee. Na Quatsch, was hab ich denn jetzt hier? Weiter, weiter, weiter. Nimm mal die Feuersteine. Das sind Feuersteine. Danke. Und jetzt den Stab. Was? Was? Ach so. Steine für den Stab. Quatsch. Das ist der Preis. Nee. Nee, 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 nee. Ich geb dir doch nicht meinen Stab. Ich bin doch nicht doof. Nee. Du hast die Steine. Jetzt bekomme ich den Stab. Ha, das wollen wir erst mal sehen. Nicht wahr, Herrin? Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich den Stab geben soll, oder? Soll ich jetzt erstmal einfach Feuer machen, oder? Oh, was ist er denn für einer? Und wenn wir uns diese Dinger nehmen und einfach abhauen... Ich bleibe erstmal hier. Schade. Einfach weggehen. Danke, dass ihr mich nicht hergegeben habt. Ich dachte, du wolltest mich loswerden. So unberechenbar ihr auch seid, er ist noch viel schlimmer. Er kann ja die Steine wiederkriegen. Oh, dann werde ich erschlagen. Oh, krass. Oh nein. Ich habe versagt. Ich kann genauso gut hier liegen bleiben und sterben. Er hat alles mitgenommen. Nur die Feuersteine und die Maske hat er mir gelassen. Ich werde diesen Mistkerl jagen. Ich werde ihn fangen und ich werde ihn ausnehmen wie eine Ratte. Niemand missachtet mich und kommt heil davon. Das ist ja richtig mies von dem gewesen, uns so zu erpressen. Boah, jetzt haben wir nicht mal mehr die Stöcker oder was. So dämlichen... Oh, das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich mir das Karnickel gejagt und hätte mir es weggenommen. Der Stab ist auch weg. Oh. Kapitel 3. Wo ist er lang? Sind das Tierspuren? Oder war das Rachwan? Wenn ich der falschen Spur folge, finde ich vielleicht nie wieder zurück. Vielleicht mit diesen Bären. So, von hier bin ich gekommen. Auf diese Weise gehe ich auf jeden Fall nicht verloren. Ja, ich kann mich gerade nicht so freuen. Also es ist ja nicht schön, dass das hier so gelaufen ist, mit Rachwan, aber man hat ja schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl gehabt bei diesem Typen, dass er ihr auch null hilft, irgendwie zu überleben und nix so, also es war dem ja völlig egal. Und natürlich wollte er den Stab haben, ja, hätte man sich ja schon wieder fast denken können. Die roten Bären ist es jetzt hier wie aller Hänsel und Gretel, die werden gleich dann aufgefressen von den Vögeln, sodass es sowieso nichts bringt. Naja, gehen wir mal hier rein. Ne? Genau. Ich weiß überhaupt nicht, wo es lang geht, aber ich setze mal einfach meine Beeren hier überall hin. Das ist ja wirklich ein riesiger Wald, da kann man sich ja nur verirren.
Oh je, Mini. Oh, ein Fuchs. Hallo. Hi. Oh, Fex zum Gruße. Na denn, habe ich hier so einen Fuchs entdeckt? Das ist was Besonderes. Alles klar. Fuchsspur. Sie sieht aus wie alle anderen. Ja, dann möchte ich natürlich eigentlich dem Fuchs am liebsten irgendwie hinterher, aber der ist hier in den Wald und ich kann hier nicht lang. Schade. Sie sieht aus wie... Für mich sehen diese Spuren alle gleich aus. Na dann. Ich darf mein Ziel nicht aus den... Das ist ja cool mit der Fuchsspur, aber irgendwie kann ich da jetzt nichts mehr machen, ne? So, na gut, dann gehen wir da mal lang. Fährte. Wo der wohl hinführt? Mhm. Ob das die Spur von diesem Mistkerl ist? Ja, das wäre ja schon mal gut, ne? Gehen wir mal hier lang. Ich mache das hier gerade ganz intuitiv eigentlich. So völlig willkürlich irgendwie, dass ich irgendwelche Wege nehme, wo ich denke, das ist doch ganz gut vielleicht. Aber ich habe keinen Plan. Nee, ich will mal wieder zurück. Da sind meine Blumen, dann will ich mal doch hier lang gehen. Warte, ich muss jetzt... Wo der wohl hinführt? Ich muss die Blumen hinlegen. Die Beeren. Aha, jetzt bin ich wieder hier, Fährte. Wo der wohl hinführt? Ja, mhm. Das ist schwierig irgendwie. Sehr verwirrend hier. Aha, hier bin ich schon lang gegangen. Da aber noch nicht, oder wie? Doch, hier bin ich auch schon lang gegangen. Und hier bin ich auch schon lang gegangen. Dann lege ich die jetzt dahin. Am besten wäre eigentlich da, wo die Fährte auch ist. Bin ich wieder am Anfang. Toll. Spuren. Was für ein Durcheinander. Das sind jetzt meine eigenen, ne? Hier sind überall Spuren und jede führt woanders hin. Ich kann nur raten, welche seine ist. Legen wir mal die Blumen dahin. Das wird noch eine Weile dauern. Ich kann überall lang gehen, aber hey, ich habe den Fuchs schon mal wenigstens entdeckt. Blaue Beeren, rote Beeren. Ach so. Jetzt kann ich auch noch überlegen, welche ich... Ja, wie ich welche einsetze oder was? Okay. Ich bleib mal erstmal bei den roten. Wo der wohl... So. Ach, ein Reh. Hallo. Es hat Angst vor mir. Natürlich hat es das. Aber das war ja auch schon wieder was Besonderes, dann. Verdammt! Ich bin die ganze Zeit der Spur dieses Rehs gefolgt. Hoffentlich finde ich wieder zurück. Okay. Dann nehmen wir jetzt wieder ein paar rote Beeren, packen die hier hin und ich werde jetzt wohl auch einen Cut machen müssen, weil ich überziehe schon wieder gerade ein bisschen. Wie immer. Und dann
werde ich einer neuen Fährte suchen müssen und einfach weiter rumprobieren. Irgendwann werden wir schon zum Ziel gelangen von diesem Rachwahn. Der böse, blöde, gemeine. Ja, an dem rächen wir uns dann in nächster Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.